So, die beiden, die jetzt darüber reden, sind sozusagen, wenn man so will, die beiden Pole der Diskussion auch in Deutschland persönlich symbolisiert. Sie ist von Anfang an sehr weit vorne immer für Waffenlieferungen gewesen. Er gehörte zum Beispiel zu denen, die diesen Brief von Alice Schwarzer im Frühjahr des letzten Jahres als einer der ersten unterzeichnet haben, mit der Forderung, keine Waffen zu liefern. Wo stehen Sie heute, anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn? Herzlich willkommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP im Verteidigungsausschuss und der Soziologe und Bestsellerautor Harald Welzer. Schönen guten Abend. Hallo. Frau Strack-Zimmermann und Herr Welzer, Sie sind beide Jahrgang 58, Düsseldorf, Hannover. Sie haben beide diese große Friedensbewegung der 80er Jahre mitbekommen. Wo standen Sie damals? Waren Sie auf dem Friedensschaffen ohne Waffenticket? Ich war auf der Seite von Helmut Schmidt, der den NATO-Doppelbeschluss vereinbart hat dahingehend, dass man auf einer Ebene sozusagen Waffen anschafft und dann gemeinsam abzurüsten. Und das war sehr klug. Das hatte auch was mit Abschreckung zu tun. Und insofern stand ich nicht im Hofgarten in Bonn, sondern habe das bewundert, obwohl ich keine Sozialdemokratin bin. Auch im Nachhinein habe ich Helmut Schmidt für diesen Moment bewundert. Die Geschichte hat ihm recht gegeben und er ist dafür von seinen eigenen Leuten abgestraft worden. Mhm. Aber das war ein großer Augenblick und hat sehr viel Rückgrat bedeutet. Mhm. Frieden schaffen ohne Waffen, Sie im Bonner Hofgarten? Ich war natürlich im Bonner Hofgarten seinerzeit, würde aber jetzt nicht unbedingt für das Lebensalter, was man damals gehabt hat, sozusagen eine äußerst stabile und durchgearbeitete Auffassung reklamieren. Aber Sie waren der Meinung, Frieden schaffen ohne Waffen, also gegen diese Nachrüstung, so hieß es ja damals. Ja, klar, natürlich, absolut, sonst wäre ich ja nicht da gewesen. Ob das für mich mental gleichbedeutend gewesen wäre mit Frieden schaffen ohne Waffen in jeder internationalen Situation, in jeder historischen Situation, das sicherlich nicht. Mhm. Also ich bin ja in dem Sinne kein hundertprozentiger Pazifist, auch niemals gewesen. Aber hier gab es ja eine spezielle Geschichte, um die es ging, die Pershing-Stationierung. Ja. Und damals leuchtete es mir ein, dagegen zu sein. Sind Sie denn heute, haben Sie sich revidieren müssen? Nur persönliche, kurze Frage. Naja, es wäre ja ziemlich bitter, wenn man über mehrere Jahrzehnte hinweg immer sozusagen bei derselben Auffassung bleibt, oder? Das unterscheidet uns. Ich habe das damals als richtig empfunden und empfinde Abschreckung immer noch als richtig. Und wenn man in die Welt blickt, auf die Despoten, glaube ich, tun wir gut daran, zu zeigen, dass wir auch Grenzen ziehen müssen. Die ketzerische Frage wäre, Frieden schaffen mit Waffen, das ist ja sozusagen Ihre Position, sehr verkürzt in der Ukraine. Nach anderthalb Jahren würde man sagen, hat nicht wirklich funktioniert? Es hat sofern funktioniert, als dass die Ukraine bisher überlebt hat. Und Sie haben ja gerade völlig zu Recht die Diskussion über Migration gehabt, wenn man in die Ukraine heute schaut, was in den letzten Monaten passiert ist, die Kornkammer Europas. Dort sind so gut wie alle Felder vermimmt worden von den Russen. Gleichzeitig ist das, was geerntet worden ist, kann nicht ausgeführt werden, weil der Hafen von den Russen blockiert wird, also die Ausfuhr des Getreides. Davon sind 400 Millionen Menschen weltweit betroffen, überwiegend in Asien und Afrika. Und wenn das Ziel Wladimir Putins ist, ein klassisch hybrides Ziel, wenn man mit Waffen nicht weiterkommt, dann Menschen sozusagen aufeinander loszulassen, dann kann ich Ihnen sagen, werden wir in ein paar Jahren, wenn diese Menschen kurz vor dem Verhungern sind, an den deutschen bzw. europäischen Außengrenzen noch ganz andere Dinge erleben. Das heißt, er wird auch gezielt seitens Russland der Mensch benutzt, um Druck auf Europa zu machen. Und deswegen, auch weil wir sehen, was da an Minenfelder gelegt worden ist, dass während der endlosen Diskussion, ich saß hier ja auch schon mal und wir haben über den Leopard 2 und den Marder diskutiert, die werden nun endlich geliefert. Aber auch in diesen 6, 7 Monaten, wo darüber diskutiert wurde oder sogar noch länger, hatten die Russen Zeit, sich einzugraben, also viele Stellungen aufzubauen, die es jetzt zu überwinden eben auch viele ukrainische Leben kostet. So, die nicht gelieferten Waffen haben den Frieden nicht geschaffen, Herr Welzer. Die nicht gelieferten Waffen haben den Frieden nicht geschaffen? Entschuldigung, blöder, komplexer Gedanke. Nein, Frieden schaffen... mit Waffen hat das Ihrer Meinung nach in der Ukraine funktioniert? Na ja, gut, das ist jetzt die spannende Frage, die ja eben auch schon von den Kolleginnen und Kollegen diskutiert worden ist. Ich würde das nicht entscheiden, weil wir ja bei keiner Stelle sozusagen wirklich sagen können,
diese Form von Lieferung hat diese Wirkung gehabt. Was wir jetzt als Situation haben, ist ja etwas, was der Abnutzungskrieg ist, eine Situation, in der man offensichtlich sich weder vor noch zurück bewegt, ist zum Beispiel etwas, was ich im vergangenen Jahr im April als Argument verwendet habe, dass der Krieg genau diese Richtung nehmen würde und dass man sich dessen bewusst sein muss, weil der Abnutzungskrieg, der wird fortdauern. Und der Abnutzungskrieg hat erstens dann die Dimension, dass es immer eine Eskalationsproblematik geben kann. Das ist das eine. Und die andere Problematik ist, man kann ihn nur weiterführen und gewinnen wollen, wenn man ständig mehr zuführt in diese Kriegssituation. Das bedeutet, mehr Menschen da hineinführen, Soldaten, Soldatinnen und Waffen reinführen. Und was mir so versichert wird und gesagt wird aus militärischen Kreisen, ist, dass man auf diese Weise den Krieg nicht gewinnen kann. So, das wäre jetzt militärische Kreise Ihr Stichwort. Ja, wer immer da jetzt in dem Kreis sich bewegt hat, Fakt ist, dass Herrn Welzer Fakt, ja, weil Sie mich, das machen ja, Sie immer. Nicht. Sie stellen mir immer die Frage und ich schaue Sie dann an. Sorry, das eigentlich ist wie wenn ich in die Kamera gucken Fragen, soll oder so. Voilà. Also ich schaue Sie an. Sie können mich das ruhig nein, das schaue ich gerne. Hier saß schon mal eine andere Dame, da fiel es mir schwerer, Sie anzugucken, die von der AfD kam. Insofern schaue ich Sie gerne an. Nein, die Situation, die ist ja so, dass ich sagte es am Anfang, dass die Ukraine heute nicht mehr existieren würde. Also das erklärte Ziel Wladimir Putins bleibt ja, dass er die komplette Ukraine einnehmen will, in sein Reich zurückholen. Und das hat er sich auch, hat er auch nicht verändert. Die UN ist gerade zusammengekommen, da saß Herr Lavrov. Als Herr Zelensky kam, ist Herr Lavrov rausgegangen. Als Zelensky die Rede fertig hatte, seinen 10-Punkte-Plan vorgestellt, kam Herr Lavrov rein, um zu sagen, diesen Krieg werden wir nur militärisch gewinnen, weil wir diesen Vorschlag von Herrn Zelensky nicht annehmen. Ich war froh, dass das mal live und in Farbe gesendet wurde, damit man sieht, dass Wladimir Putin und seine Schergen an einem Frieden nicht interessiert sind. Denn sie könnten ja, wenn sie es wollten, heute, Wladimir Putin könnte heute sagen, Schluss, aus die Maus, Truppen zurück. Dann wäre der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine sagt, Schluss, wir kämpfen nicht mehr, ist die Ukraine verschwunden. Und deswegen muss die Ukraine weiter unterstützt werden, humanitär, wirtschaftlich und auch mit Waffen. Das Argument geht jetzt sozusagen auf die nächste Waffengattung über, nämlich auf die Taurus-Marschflüge, das Taurus-Marschflugkörpersystem. Würden Sie sagen, das ist ein Schritt, der eben die Eskalation, die Sie ja befürchten, uns näher bringt? Ich möchte das noch mal ein bisschen tiefer legen, die Diskussion. Ich weiß nicht, ob ich an einer bestimmten Stelle sage, jetzt ist die Grenze überschritten, jetzt kommt die große Eskalation. Mhm. Genauso wenig, wie man sagen könnte, die Taurus-Marschflugkörper wären jetzt der große Gamechanger, genauso wie, wie die Panzerlieferung ein Gamechanger gewesen ist. Das heißt, das, was man sich mit dem Einsatz bestimmter Waffensysteme verspricht, wird ja in der empirischen Realität des Krieges erstmal sich erweisen, was das bringt, welche Schwierigkeiten das bringt. Das ist ja eine komplexe Angelegenheit. Es sind Waffensysteme, es hat was mit Ausbildung zu tun, des Personals, was das bedienen muss, der Soldaten und. Und ich würde es einfach versuchen, nochmal den Punkt von eben zu machen. Wir haben, Frau Strack-Zimmermann ist selbstverständlich anderer Meinung, aber wir haben diese Pattsituation in diesem Kriegsgeschehen. Und es ist eine ganz schwierige Problematik, an welcher Stelle man dann sagen kann, man füttert das weiter ein. Mhm. Ja, es ist auch eine Frage der Mannschaften, die noch vorhanden sind und so weiter. Und ich würde Ihnen eigentlich gerne mal die Frage stellen, weil Sie ja auch gesagt haben, Sie haben sich eigentlich in 40 Jahren die Auffassung nicht verändert, was Abwehr angeht, jetzt aber wahrscheinlich auch in den vergangenen 19 Monaten nicht. Aber wir haben ja in den 19 Monaten sehr viele Veränderungsprozesse gesehen. Außenpolitisch hat sich sehr, sehr viel verändert. Es gibt eine ganz außenpolitische Figuration, die wir vor 19 Monaten so noch nicht hatten, mit den BRICS-Staaten, mit Nordkorea, mit all diesen Dingen. Das ist eine schwierige Angelegenheit, weil es Putin eben nicht isoliert, sondern in so eine Situation stellt. Und wir haben im Kriegsgeschehen selber sehr, sehr viele Prozesse gehabt, die zu unfassbar vielen Opfern geführt haben, zu den Dingen, dass der Krieg sich festgefahren hat. Und ich denke, wenn man so eine, letzter Satz, wenn man so eine Entwicklung hat, muss man schon auch darüber nachdenken, ob sozusagen das Mantra, das immer mehr, tatsächlich etwas ist, was der Ukraine
am Ende nützt. Ist das die Frage jetzt gewesen? Weil Sie sagten, Sie wollten mir eine Frage stellen. Ja, das war die Frage. Weil das war das Co-Referat und jetzt kommt die Frage. Nee, die Frage ist? Die Frage ist, da wir alle das gemeinsame Interesse haben, dass dieser Krieg nach Maßgabe des Möglichen positiv für die Ukraine ausgeht, wann ist die Stelle gekommen, wo man sagt, jetzt ist sozusagen, es geht ja immer um die Befähigung zu einer starken Position für Verhandlungen. Ja. Wann ist der Punkt da, dass diese Befähigung da ist und wann verliert man ihn möglicherweise wieder? Es geht schlicht und ergreifend um die territoriale Integrität der Ukraine. Es geht ums Völkerrecht. Die UN ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, damit nie wieder ein Land aus imperialistischer Lust, so wie Russland das macht, ein anderes Land überfällt. Darum geht es. Und wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, und deswegen muss sie ihn gewinnen, wenn sie diesen Krieg verliert, wird das nicht der letzte Krieg in Europa gewesen sein. Das ist auch das, was ich versuche, den Menschen klarzumachen. Das ist nicht ein abstrakter Krieg in der Nachbarschaft. Ja. Das wird sich erweisen für unsere Kinder und Enkelkinder, wie sie in diesem Europa leben. Und deswegen nochmal, die Situation ist im Fluss. Sie sagten gerade, es ist eine Pattsituation. Das wäre die nächste Frage. Kann die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen? Das war, glaube ich, auch etwas, wenn wir ihr schnell und zügig, also erstmal gibt es immer ein Waffentableau von mehreren Dingen. Mhm. Die wirken. So, ein Marschflugkörper wirkt natürlich sehr stark und deswegen hätte man ihn längst liefern müssen. Wir diskutieren darüber seit April. Ja. In diesen Monaten auch wieder viel Zeit vergangen. Aber ich würde gerne noch mal darauf eingehen, Pattsituation. Es ist keine Pattsituation. In der Ukraine, ich weiß, Sie haben in Ihrem Buch das so ein bisschen belächelt. Ich will das, in diesem Moment werden Frauen vergewaltigt. Und damit sie sich nicht wehren, werden ihnen die Hände gebrochen. Es sind 20.000 Kinder verschwunden. Es sind Folterkammern gefunden worden, wo auch Kinder gefoltert werden. Es sind Zivilisten, werden jeden Tag ermordet, weil sie im falschen Moment an der falschen Stelle ist. Das ist keine Pattsituation. In Russland wird weitergelebt, als ob nichts passiert. Und deswegen sind wir aufgerufen, die Ukraine, übrigens auch aus unserem Interesse heraus, zu unterstützen. Und nochmal, wir machen das humanitär, wir machen es wirtschaftlich, wir machen es auch militärisch. Und weil vorhin so ein bisschen lustig gesagt wurde, außer den 5.000 Helmen, es sind inzwischen 50.000 Helme und sie haben, jeder Helm hat einen Soldaten das Leben gerettet. Trotzdem einmal nochmal die Frage, weil es ja wirklich eine ist, die viele Menschen bewegt. Kann die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen? Das kann sie, wenn sie die Möglichkeit und die Mittel der Staaten bekommt, die sie unterstützen. Mhm. Es sind 50 Staaten weltweit, übrigens nicht nur in Europa, nicht nur die Amerikaner, die sind im Lead, auch Kanada, auch Südkorea, Japan, Neuseeland, Australien, selbst Taiwan, die immer wieder dieses Land unterstützen. Aber was das große Problem ist, ist der Zeitfaktor. So. Und die Diskussion zwischen, schauen Sie, wenn wir heute sagen, die Taurus, also der Kanzler sagt, Taurus soll geliefert werden. Mindestens 3 Monate, bis sie im Einsatz sind. Die Ukrainer müssen daran geschult werden. Wir haben bisher 10.000 Soldaten in der ukrainischen Soldaten in Deutschland ausgebildet. Das heißt, das dauert alles. So, in der Zwischenzeit, die Russen sitzen ja nicht da, trinken ein Kännchen Kaffee. Sie schießen. Sondern reagieren darauf, bevor agiert wird. Jetzt noch mal die Frage an Sie, Herr Welzer. Ich zeige Ihnen die Bilder eines Angriffs auf die Krim von ukrainischen Streitkräften. Das haben wir gerade gesehen. Das ist Sewastopol, getroffen wurde das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Und zwar, wie es heißt, von einem Marschflugkörper, nicht deutscher Bauart, denn der ist ja noch nicht da, sondern eben ein Brite-Franzose. Die Frage ist die jetzt noch mal, Herr Welzer, wenn Sie wüssten, dass diese Art von Waffenlieferung diesen Krieg schnell beenden könnte, ich einfach nur mal hypothetisch, würden Sie dann sagen, ja? Ja, selbstverständlich. Und da habe ich auch nie eine andere Position gehabt. Also aber Sie zweifeln daran? Ja, naja, also das, was Frau Strack-Zimmermann gerade gesagt hat, also diese Schilderung der Schrecknisse, die natürlich bei einem imperialistischen Angriffskrieg durch eine Diktatur oder einen Diktator, das ist, was passiert. Da stimme ich vollkommen zu. Mhm. Das ist aber etwas anderes, sich darüber zurecht zu empören oder die Situation anzuschauen, wie ist dieser Krieg vom Verlauf her, wie sind die Kräfteverhältnisse, wird man erst gewinnen können? Und da bindet sich ja automatisch die Frage dran und die können Sie ja sozusagen mit Empörung nicht beantworten. Und die Frau Maischberger hat die Frage gestellt, wird die Ukraine gewinnen? Es kann auch sein, dass die Ukraine verliert und das ist das, was wir wenn natürlich... Wenn wir nichts tun, in der Tat. Entschuldigung, das ist etwas, würde ich immer sagen, und da können Sie mit mir vielleicht freundlicherweise auch d'accord gehen, das ist etwas, was wir alle nicht wollen.
wollen. Und jetzt haben wir ja eine Problematik. Aber wenn wir es nicht wollen, sorry, wenn wir es nicht wollen, müssen wir aktiv etwas Nein, tun. Nein, man muss die Mittel betrachten und man muss den Kriegsverlauf betrachten. Krieg ist, hat eine empirische Dimension und nicht nur eine moralische Dimension. Also. Es passieren Dinge und es ist wichtig, auch im Sinne der Ukraine, ins Kalkül zu stellen, wie wird dieser Krieg weitergehen, welche Unterstützung ist dauerhaft erwartbar. Es ist schon hingewiesen worden in der Diskussion vorhin auf die Rolle, die Amerika spielen ja. wird, sobald der Wahlkampf beginnt. Ja, wollen Sie eine Situation riskieren, wo die Ukraine gewissermaßen die Unterstützung sehr schnell verliert und die Europäer dann gefordert sind, das zu kompensieren, was die Amerikaner nicht haben. Aber all die Argumente sind doch kein Grund gegen Waffenlieferungen. Nein, die Frage ist, was ist die Alternative? Da würde ich jetzt gerne Ihren Blick darauf werfen. Sie haben gerade gesagt, Lavrov hat den Raum verlassen in New York. Es gibt trotzdem aber Friedensinitiativen, das haben Sie erwähnt. Er hat ihn nicht nur verlassen, sondern hat explizit gesagt, dieser Krieg, wir akzeptieren die Punkte nicht, ja. dieser Krieg wird militärisch entschieden, hat Herr Lavrov, russischer Außenminister, gesagt. So. Und Herr Putin ist derjenige, der quasi auch umworben wird von anderen Staaten. Es gibt Friedensinitiativen, Friedensgespräche, die eben aus den Ländern des Südens zum Beispiel kommen. Es gab eine Situation im Sommer, St. Petersburg, es waren afrikanische Staaten da. Sie haben eine Friedensinitiative eingebracht und Wladimir Putin hat im Sommer das so aufgenommen. Ich betone stets, dass wir die Möglichkeit von Friedensgesprächen offen lassen. Doch sind in der Ukraine Verhandlungen per Dekret verboten. Um diesen Prozess in Gang zu setzen, ist die Einwilligung beider Parteien notwendig. Prinzipiell kann diese Initiative als Grundlage für Prozesse der Friedensfindung dienen. Das ja. klingt jetzt so, als ob Friedensinitiativen auch anderer Staaten an der Ukraine scheitern. Also da waren die Südafrikaner sehr bemüht, vorher waren es die Türken bemüht, die beide gescheitert sind damit. Mhm. Weil der große Unterschied ist, dass Wladimir Putin sich nur einen Frieden vorstellen kann nach seiner Option. Und das heißt, die Ukraine ist Teil Russlands. Mhm. Das ist, wissen Sie, wir leben hier zivilisiert. Selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, diskutieren wir zivilisiert darüber und versuchen, Kompromisse zu finden. Dieser Mann will keinen Kompromiss, sondern er will dieses Völkerrecht außer Kraft setzen und die Ukraine einkassieren. Das muss man wissen. Und deswegen haben die Südafrikaner keinen Erfolg gehabt, die Türken haben keinen Erfolg gehabt. Und inzwischen, weil Sie gerade sagten, das Ganze hat eine Dynamik, in der Tat, ist für Wladimir Putin dieser Krieg, um innenpolitisch zu überleben, von ganz, ganz großer Bedeutung. Nämlich sozusagen zurückzukommen und möglicherweise zu sagen, lief nicht, wir müssen jetzt leider zurück, war nichts mit der Ostukraine. Das kann er sich gar nicht erlauben, weil er damit innenpolitisch sowieso angeschlagen durch seinerzeit den Aufstand, der gegen ihn geplant war, geschwächt wurde. Mhm. Und deswegen, man muss sich einfach in den Kopf dieses Mannes reindenken, der, wenn er von Frieden spricht, die Unterwerfung der Ukraine sieht. Wenn die Menschen in der Ukraine von Frieden sprechen, dann möchten sie nicht im Diktat Russlands leben, sondern zurückkehren in ihr friedliches Leben. Und das ist der große Unterschied. Und Wladimir Putin, wie alle Despoten der Erde, verstehen nur eine Sprache. Und das ist die Sprache der Kraft, das ist die Sprache des Sich-Erwehrens. Und aus dieser Stelle heraus argumentiere ich immer, dass die Ukraine auch strategisch eine Rolle und ein Momentum erreichen muss, wo Wladimir Putin oder die zumindest um ihn herum sind, erkennen, dass der Krieg eben nicht so erfolgreich war, wie er geglaubt hat, dass er ist. Und deswegen macht er das auch mit der Hungersnot. Und deswegen werden wir hier auch hybrid angegriffen, also mit Kommunikationswegen. Und die Ukraine, Herr Welzer, wird angegriffen. Zivile Einrichtungen, wir können viele Bilder zeigen. Die hier haben wir quasi in den letzten Tagen gesehen. Das sind Angriffe auf Kiew, das sind Angriffe auf Tscherkasek, heißt das. Und es sind Angriffe auf Odessa. Es sterben Zivilisten jeden Tag. Es sollen über 10.000 sein inzwischen. Sieht das für Sie nach jemandem aus, der wirklich das Gefühl vermitteln möchte, er möchte verhandeln? Tscherkasek. Ja. Es ist doch nicht der Ausgang von diplomatischen Bemühungen,
dass man davon ausgeht, alle Beteiligten sind verhandlungsbereit, sondern der Ausgang für diplomatische Bemühungen ist, wenn sie nicht verhandlungsbereit sind. Das ist doch der Anlass dafür, für internationale Initiativen. Und wir müssen noch mal von der Vorstellung wegkommen, dass so etwas wie eine diplomatische Initiative innerhalb von 3 Wochen oder 4 Wochen zu dem Erfolg führt, dass dann ein Herr Putin oder wer auch immer sagt, super Sache, jetzt habe ich es verstanden. Wie soll es denn dann laufen? Es dauert lange und die Bemühungen müssen, und das ist ja eben auch schon diskutiert worden, es gibt wahrscheinlich Bemühungen, von denen wir nichts wissen, und die müssen fortgesetzt werden. Ich möchte auf den Punkt nochmal zurück, den ich vorhin angerissen habe. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel der Winter, der kommt, die Offensive, die nicht so vorangegangen ist, wie man sich erhofft hatte, die Rolle Amerikas und so weiter, die Stärke, die durch ihre Strategie die Ukraine jetzt erreicht hat, möglicherweise wieder geschwächt wird und die Möglichkeit einer Niederlage der Ukraine, auch wenn man die nicht will, tatsächlich im Raum steht, die ist empirisch nicht wegdiskutierbar, wäre es doch hier genau die Frage, sollte man jetzt, und wer sind dann die Akteure, die Initiative für diplomatische Bemühungen verstärken im Sinne der Ukraine? Und ich habe an Sie noch mal eine Frage, Frau Schmitz. Aber das ist ja schon jetzt auch eine Frage. Ja, aber ich möchte diese Frage trotzdem stellen, dass es diplomatische geheime Beziehungen gibt. Ich sage Ihnen, weil das sehr naheliegend ist. Sie wissen wahrscheinlich sehr viel mehr. Nein, weil das ist naheliegend, weil das 50, 60 Jahre so war. Das ist heute nicht. An Wladimir Putin, der Bundeskanzler, dem ich ja oft sehr kritisch gegenüberstehe, hat sehr viel versucht, um den Draht aufrechtzuerhalten. Darf ich mal eine Frage trotzdem stellen? Dürfen Sie gleich, aber jetzt immer der Reihe nach. Jetzt muss man sich ganz kurz hinten anstellen. Mhm. Also, es geht schlichtweg darum, dass wir es mit einem Verbrecher zu tun haben, der nicht verhandeln will, sondern siegen will. Frau Strack-Zimmermann, das haben wir doch alle verstanden. So, Nein, das haben Sie nicht verstanden. Lange. Das ist ja die Tragödie. Ich will Sie ja gar nicht überzeugen, Meinung zu sein. Ich möchte nur nicht, dass dieser Popanz aufgebaut wird. Da hat man Zugang zu Putin, da reden wir und sagen, komm Wladimir, jetzt mach mal. Das ist nicht so. Dieser Mann ist ein Despot. Und jetzt haben Sie die Frage, und ich weiß genau, was morgen auf meinem E-Mail-Account los ist. Und ich entschuldige mich schon jetzt bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Frage zu beantworten. Die Frage, Herr Welzer. Die Frage wäre ganz einfach. Nach meiner Beobachtung, ich gucke immer sehr interessiert Sendungen wie diese hier. Ich lese relativ viel, ich halte mich für einigermaßen informiert. Und die Frage an Sie wäre, warum Sie seit 19 Monaten genau dieselben Texte vortragen, genau die Auffassung, die Sie eben hier präsentiert haben, war schon genau dieselbe. Aber es ist sehr viel passiert. Frage Nummer 2, ich wiederhole das. Habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Die Frage Nummer 2 wäre, warum machen Sie bitte schön keine Unterscheidung zwischen Ihrer moralischen Überzeugung, die völlig richtig ist, die ich zu 100% teile, und den Sachverhalten, wie der Krieg verläuft. Das sind 2 verschiedene Dinge. Wenn Sie sagen, Russland muss, der Diktator muss, das kann man sagen, unterschreiben wir sofort. Wie verläuft denn der Krieg Ihrer Meinung nach? Na, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist ein Patt, sagt er. Und die Frage war ja gestellt worden, was macht man, wenn das Patt so bleibt? Das haben wir, glaube ich, ausdiskutiert. Aber Sie wollten darauf hinaus, dass Sie sagen, wie es eigentlich laufen müsste. Also. Naja, das ist vorhin schon von den Journalisten diskutiert worden. Es ist absolut zwingend notwendig. Mal anyway, man kann ja ihre Strategie weiterfahren und sich bemühen darum, dass es da Verhandlungslösungen gibt, weil es ja auch ganz klar ist, dass kein Krieg zu Ende geht ohne eine Verhandlungslösung. Ja? Und da die Wahrscheinlichkeit, würde ich behaupten... Das ist nicht richtig, historisch auch nicht richtig. Ich nehme es trotzdem auf und gebe es Ihnen, weil Sie gesagt haben, Helmut Schmidt, der NATO-Doppelbeschluss hatte ja 2 Beschlüsse. Das eine war die Aufrüstung und Nachrüstung und das andere waren die Verhandlungen gleichzeitig. Das ist nochmal die Frage. Wenn der Punkt käme, wo man feststellt, hier kommen wir nicht weiter. In Amerika wird es möglicherweise jemanden namens Trump wieder im Weißen Haus geben. Da kommt man erst recht nicht mehr weiter. Wann kommt der Punkt, an dem Sie sagen, so, jetzt muss sogar die Ukraine eine andere Strategie fahren? Und mit ihr dann natürlich auch die Unterstützung. Die Ukraine hat keine Strategie. Die Ukraine kämpft ums Überleben. Klar. Ums nackte Überleben. Ja. Sie haben gerade die Bilder gezeigt. Sie sagen, das ist mein moralischer Kompass. Es ist die nackte Tatsache, was dort passiert. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Das ist die Realität. Und deswegen hat die Ukraine keine Strategie, sondern sie wehrt sich erstmal. Mhm. Und wenn sie einen gewissen militärischen Erfolg hat, nochmal,
dass die Russen, die um Putin herum sind, erkennen, dass der Preis zu hoch wird. Mhm. Sich dann an einen Tisch zu setzen, kann nur funktionieren. Übrigens wird das die Ukraine entscheiden, nicht sie und auch nicht ich. Ja, aber auch das ist wichtig. Ja, klar. Und wenn die Integrität der Grenzen erhalten bleibt, was würde es bedeuten, wenn ein solches kriegerisches Verhalten Erfolg hat? Mhm. Frau Maischberger, das würde bedeuten, dass die Despoten dieser Erde wieder anfangen, diese Erde anzuzünden, weil man ja nur genug Zeit braucht, genug Geld, genug Waffen, um den Nachbarn zu überfallen. Und Sie sehen übrigens auch gerade die Unruhen auf dem Westbalkan. Ja. Sie sehen die Unruhen in Aserbaidschan. Das hat alles was damit zu tun, weil eben dieses Europa sozusagen in Unruhe gerät. Und das hat damit was zu tun, dass eben dieser Krieg für die Ukraine positiv enden muss. Und die Ukrainer sind natürlich nicht naiv. So, Sie haben darum gebeten, dass Frau Strack-Zimmermann Ihren Standpunkt sieht. Können Sie Ihren, also den von Frau Strack-Zimmermann, ein Stück weit dann auch folgen und sagen, es gibt vielleicht keine andere? Machen Sie mir mal eine Freude heute Abend. Ich dachte, ich hätte Ihnen die Freude schon gemacht, weil ich moralisch Ihren Standpunkt teile. Das ist völlig klar. Nur eine halbe Freude, glaube ich. Moment, aber es ist ja eine Frage, was sind die Instrumente dieser moralischen Überzeugung auch zum Sieg zu verhelfen? Ja. Und darüber muss man doch ernsthaft nachdenken. Deshalb finde ich so verwunderlich. Nein, Sie sagen immer muss. Und tatsächlich ist die Möglichkeit, vielleicht reden wir darüber, nicht, dass wir das wollen, aber das ist die Position der Ukraine mit Verlauf des Krieges schlechter wird, aus den genannten Gründen, Frau Maischberger hat sie genannt. So, was machen wir denn dann? Sie gehen ja das Risiko ein, dass so etwas passieren kann, weil es ist ja sozusagen, Sie können ja Ihre Strategien weiter propagieren, unbeschadet der Tatsache, dass man verhandelt. Die Verhandlungen und die Bemühungen darum richten doch keinen Schaden an. Schauen Sie mal, ich finde es sehr charmant von Ihnen, dass Sie mir Strategien zubilligen. Ich habe doch keine Strategie. Ja, ich sehe, was nicht in der Ukraine passiert. Und ich bin damit nicht alleine. Die Kolleginnen und Kollegen, auch im Ausschuss, die sich damit seit 19 Monaten beschäftigen, zerbrechen sich den Kopf darüber, wie wir die Ukraine unterstützen können. So. Und das ist das Thema. Und da wackel ich auch nicht oder zaudere. Aber übrigens, in Kriegen, die länger gedauert haben, die Tragödie ist, wenn ein Krieg innerhalb eines Jahres nicht entschieden ist, kann er sehr lange gehen, dass in diesem Rahmen letztlich die Ukraine unterstützt gehört. Wenn wir sie nicht mehr unterstützen, und Sie haben natürlich recht, was Sie mit den Vereinigten Staaten sagen, so, wenn wir Europäer nicht an der Seite der Ukraine stehen, wird das nicht der letzte Krieg sein. Ich werde es weiterhin die nächsten Monate sagen. Und wir werden dann auch erleben, was sich im Indopazifik tut. Denn auch diese Länder dort, allen voran China, schaut genau, wie resilient, wie wehrhaft dieses Europa an der Seite der Ukraine ist. So. Eine letzte Anmerkung. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Zeitenende, in dem Sie auch sagen, die Zeitenwende, die der Kanzler ausgerufen hat nach dem Überfall auf die Ukraine, sei im Prinzip Politfolklore. Was genau meinen Sie damit? Naja, der Begriff der Zeitenwende ist ja einer, der nachdem das in der Rede des Kanzlers ausgerufen wurde, sozusagen für eine Tatsache gehalten wurde und überall genannt wurde. Wenn wir uns da auch wieder die Sachverhalte angucken, was hat sich denn geändert seit dem Ausruf der Zeitenwende? Ja. Natürlich ist ein Wechsel im Verteidigungsministerium stattgefunden zu Herrn Pistorius, der jetzt wiederum sehr große Probleme hat, wenn wir bei dem Thema bleiben. Zum Beispiel das Ziel der 2% vom Bruttoinlandsprodukt für die NATO, also für die Verteidigung aufzuwenden und so. Und was mich daran stört, und wir haben viele andere Aspekte, wo keinerlei Zeitenwende zu sehen ist, überhaupt keine. Und einerseits habe ich da in dem Buch gesagt, das entscheiden eigentlich Historikerinnen und Historiker in 40 Jahren, was eine Zeitenwende war und was nicht. Mhm. Und das andere ist es insofern Politikfolklore, wenn sich auf der faktischen Ebene so wenig verändert und die alten Hindernisse und die alten, sagen wir mal, Verhältnisse im Beschaffungsamt und sonst was sich nicht verändern, dann haben wir es mit keiner Zeitenwende zu tun. Ich glaube, dass Zeitenwende, losgelöst, das sozusagen praktisch umzusetzen, ich glaube, dass in der Tat eine Zeitenwende gerade stattfindet. Die Tatsache, dass wir hier sitzen, dass wir seit anderthalb Jahren über dieses Thema im Fernsehen und auf anderen Ebenen diskutieren, dass ich viel mit Menschen zu tun habe, Jüngeren, Älteren, die großes Interesse daran haben, dass in der deutschen Realität
es angekommen ist, dass wir uns wieder wehren müssen, dass wir stark sein müssen, dass, damit unser Land, unser Kontinent geschützt ist. Das ist schon mental eine Zeit. Und wenn das in der Tat, muss das auch praktisch umgesetzt werden. Ja. Und ich könnte, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, Ihnen auch noch was zu 2% sagen. Denn durch das 100-Milliarden-Paket haben wir bis Ende 2026 die 2%. Bis Ende 2026, und dann genau. Ja, und dann muss natürlich das Geld dorthin gelegt werden, Mittel muss, beziehungsweise... Es muss immer alles. Ja, aber entschuldigen Sie. Jetzt noch mal was Wir haben eine Diskussion für den nächsten. Natürlich muss es. Wissen Sie, warum es muss? Begegnung. Weil die NATO, und die europäischen Partner, das von diesem starken Land, und wir sind bei allen Problemen die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt, und das müssen wir leisten. Wir können nicht hoffen, dass die Amerikaner, Kanadier oder irgendeiner, nächste Diskussion, der liebe Gott, auf den Boden kommt. Ob das und uns eine Entwicklung wir müssen ist, uns selber helfen. Die Herrn Welzer gefällt, müssen wir verschieben auf die nächste Begegnung, weil wir heute am Ende der Sendezeit sind. Vielen Dank, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank, Harald Welzer, fürs Kommen.